Hallo und herzlich willkommen zurück bei der Multimembande. Wir sind heute beim 70. Tag, dem 24.11. und es ist Samstagabend. Und ja, wir stehen zurzeit mit zwei Spielen im Positiven. Nee, Moment, das ist nicht meins. Sieben. Also mit drei Spielen im Positiven. Warum zeigt er eigentlich nur den unteren an? Naja, egal. Und sind immer noch in der neuen Season. Also, ja, genau. Wir spielen auf jeden Fall. Gegen die habe ich schon mal gespielt, oder? Vitron sagt mir was. So, wir spielen auf jeden Fall gegen Terraner. Ist das nicht beim letzten Video? Moment. Das war aber gestern. Sehr erstaunlich. Ja, ich glaube, das ist derselbe, gegen den wir schon mal gespielt haben. Ich weiß aber nicht, was der gespielt hat. Das kann alles gespielt haben. Was ist der mit dem All-In? Ach, wir lassen uns überraschen. So, wir spielen normales Opening in Terraner. Auf jeden Fall werden wir wieder Voidways spielen. Die brauche ich auch unbedingt. Weil die Drops sind schlimmer geworden, finde ich. Also ich persönlich finde das mit dem den Update für die Medivex echt schwieriger geworden ist, die Drops zu halten. Gas haben wir auf jeden Fall normal. Wahrscheinlich nehmen wir noch ein zweites. Also jetzt sieht alles aus wie Standard. Hat aber keine Exe, keinen Scout geschickt. Und wir nehmen normal die Exe. Richtig gesetzt? Ach, keine Ahnung. Kann ich gerade nicht sagen. So, das. Und Bruno wussten, nachdem wir ein Piling gesetzt haben, machen wir unsere Wirkung. Gucken wir jetzt mal. Piling. So, und der muss scouten, aber... Ihr müsst zusätzliche Drohnen bauen. Gesetzt? Ihr müsst Zug angehen. Mist. Nimmt auf jeden Fall meine Echse, schon mal gut. Nicht genügend Energie. So, wir hätten fast unseren... Nehmen wir auf jeden Fall einen zweiten Stalker noch, bevor wir unser Stargate bauen. Ich bin hier in den Schatten. Was zählt denn hier hoch? Ne, der kommt nicht hoch. Das ist gut. Das ist eine schöne Map. Ihr befehlt vor. Ihr habt nicht genug Mineralien. So. Also wenn ihr Geräusche im Hintergrund hört, wir haben einen neuen Zuwachs in der Familie bekommen. Nämlich einen Shiba Inu. Ja, der ist noch ziemlich jung. Das ist auf jeden Fall ein Hund, falls jemand die Rasse Shiba Inu nicht kennt. Und ist ein ganz süßer Flauschiger. So, nur mal am Rande. Dass irgendwelche Hintergrundgeräusche auftauchen. So, wir gucken uns den Stalker mal vor. Haben jetzt unser Stargate. Werden auf jeden Fall. Ne, wir gehen unten rum. Da war irgendwas. Was ist euer Blick? Wir wollen einfach nochmal reinschauen. Das ist der Reaper. Lasst unsere Feinde unsere Wut spüren. Oh fuck. Das war dumm. Da könnte er jetzt gleich kommen. Das war richtig doof von mir. Der Weg ist klar. Ich glaube, das habt ihr jetzt gehört, das Quietschen.
Ah, wie du meinst. Ich die Dinger hasse. Der Schreiter. Unser Kleiner. Bündelt das Sognaku Afal. Ah, ich habe natürlich einen Drop drin, ne? Den krieg ich nicht mit. Ja, das ist vorbei. GG. GG. Außen vorbei im Game. Können wir einen Konterpush machen, aber was anderes krieg ich jetzt nicht mehr hin. Na, geht das Ding auch. Wie lange ist denn dieses Scannen eigentlich? Ich bin das Herz der naja. Wollte ich eigentlich nie mal weiterspielen. Er hat eben eine ganze Eco-Line abgeräumt. Na, ich kann trotzdem versuchen, noch eine Exe zu nehmen. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Ja, die hat er noch nicht. Schon wieder ein. Keine Energie. Das ist auf jeden Fall durch. Nicht genügend Mineralien. Ich nicht genügend Energie. Nicht genügend Energie. Sognaku Afal. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Forscht. Irgendwo ist er auf jeden Fall noch. Benötigen Unterstützung. Kalibriere Linsen. Wird ausgeführt. Underkur. Vernichtung. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Ach ja. Mineralien. Moment, ich müsste eigentlich das mal die Feeling, das mal noch bauen. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Gucken, ob er eine dritte hat. Da steht er geladen. Kann auch nicht sein, ey. Ich hasse das. Dieses Getroppe. Sierra weg.
Und jetzt kommt er weg. Sein Zeug noch. Eure Sonden werden angegriffen. GG. Ja. Ich finde, die Medivhigs haben sie zu schnell gemacht mittlerweile. Ich glaube, gegen den haben wir schon mal gestern gespielt. Jetzt muss ich kurz mal gucken. Ja, genau denselben haben wir gestern gespielt. Gegen den haben wir auch verloren. Der ist gut, der Spieler. Aber was soll's. Tja, tja, unser Hund schreit ein bisschen rum. Deswegen kam ich heute auch nicht zum Spielen, also. Vielleicht morgen. Vielleicht komme ich morgen ein bisschen mehr zum Spielen. Mal sehen, ob er mich lässt. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Also ich muss ehrlich sagen, man kriegt, also ich habe das Gefühl, man kriegt die Drops nicht mehr. Dadurch, dass die jetzt halt das mehrmals, also das heißt, mehrmals hintereinander einsetzen, aber die Cast-Zeit ist halt, also nicht Cast-Zeit, sondern wie heißt das? Die Cooldown-Zeit ist einfach viel schneller. Zwar ist hier Speed nicht so lang, aber was soll ich denn als Toss verfolgen? Das macht einen absoluten Unterschied, ob nun dass du eine gewisse Zeit lang durchziehst, also wenn der Speed anhält mit seinem, mit dem Voidway, mit dem, ach, wie heißen die Dinger denn? Medivhigs, genau. Im Gegensatz zu, das ganze Spiel ist, im Gegensatz zu, ich mach's einfach hintereinander ein paar Mal. Eure Sonden werden angegriffen. Finde ich absolut fair natürlich. Man hat ja auch natürlich noch Cyclins, die jetzt vor allem weglaufen können. Also Terraner ist mittlerweile Meister im Weglaufen, wie es ausschaut. Sagen, es war auch sehr, sehr komisch. Gerade irgendwie das Spiel. Wie gesagt, die Drops finde ich mittlerweile echt anstrengender als vorher. Viel anstrengender. Kann doch hier irgendwo hochspringen. Hier, hier kommt er hoch. Ich bin hier. Unbedingt Stargate. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Ich bin das. Ihr habt nicht genügend. Ich bin hier. Ihr habt nicht. Wir sind eins mit den Schatten. So, du kannst dann hier auch mal wieder sammeln gehen. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Ihr habt nicht genügend Mineralien. So, wo haben wir zwei Gates? Ich bin hier. Ihr habt nicht.
Problem ist, wir wissen halt nicht, was er macht. Orakel empfangsbereit. Forschung abgeschlossen. So, Orakel ist draußen. Und ich sterbe jetzt mit dem Orakel nicht gegen wieder meins. Und wir brauchen auf jeden Fall ein Robo jetzt. Ein Omen? Ihr habt nicht genügend Mineralien. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Die Strenge des Schicksals. Okay, keiner wieder meins. Prismakern online. Ich verstehe. Unsere Schicksale sind vereint. Was hast du das mitgekriegt? Es ist vorherbestimmt. Ah, was ganz anderes. Es ist teuer gewesen. Was ist dort? Ja, dann ist es halt so. Eure Sonden werden angegriffen. Ja, da können wir jetzt eh nicht viel machen. Also nächste nehmen. Du lässt unsere Feinde unsere Wut spüren. Kalt. Ich bin hier. Pylon wird angegriffen. Was? Eure Sonden werden angegriffen. Heraku. Mann! Ich bin. Was ist Kommen Sie auch so schnell, die Terraner? Oh. Ich verstehe das einfach nicht. Immer dieses Hin- und Hinterhergerinnen. Ihr benötigt mehr des Pingas. Ach. Ich hasse es. Basis. Lasst unsere Feinde unsere Wut spüren. In Arudin Rashada. So, vorher ist eine dritte. Die Stränge des Schicksals liegen offen. Hat eigentlich nichts. Bunker, also. Lasst uns beginnen. Echt jetzt? Prismakern online. Ich bin. Wird ausgeführt. So soll es geschehen. Andakur Herak. Kas Arashav. Nein. Bündelt das Licht Ayurs. Was zum. Wir werden ihre Rache. Gut, okay. Puh. War jetzt nicht so besonders, was er gespielt hat. Also gegen die jetzt zwei Spiele schaffen es auf jeden Fall. Der war mal Meister. Ich war noch nie Meister, verdammt. So, wollen wir kurz mal nach meinem Hundi gucken. Okay, der wuselt da noch drin rum im Flur. So, wir spielen noch eins. Das reicht heute noch nicht. Wir haben erst eins gewonnen, eins verloren. Wir machen einfach, wie heißt es? Mein Best of Three. Ich habe irgendwie übelsten. Ich weiß nicht, vergesse Sachen andauernd. Vielleicht ist die Aufregung beim Aufnehmen, ich weiß es nicht. Genau, wo war ich stehen geblieben? Medivex, genau. Also ich finde, ich fand die vorher besser. Also zum Verteidigen als Protoss fand die viel besser, weil sie konnten ihren Charge reinmachen, aber nicht dann sofort gleich wieder rausmachen. Weil jetzt haben sie halt einen übelst kurzen Cooldown. Da kannst du halt droppen. War viel schlimmer als vorher. Na gut, ich muss sagen, der Terraner, den ich gespielt habe, der war auch echt gut. Ihr habt nicht genügend Mineralien. So. Wir spielen gegen Zerg.
Ihr habt nicht genügend Mineralien. Gucken, was er spielt und darauf entscheiden wir. Kommen wir nun Hedge First oder Pool First? Hm. Ich werde auf jeden Fall, glaube ich, einen Kennerisch versuchen. Sieht nach nicht Hitch First aus. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Problem ist halt, er ist creep schneller als ich. Ich glaube nicht. Eure Sonden werden angegriffen. Pool First, alles klar. Dann machen wir das nicht beschissen. Das hier einfach. Ich hab übelst verbaut. Na egal. Mich absolut verbaut. Hm, ja, komm hier eine Kenne hinstellen. Ihr habt nicht genügend Mineral. Eure Sonden werden an. Ja, die Linge lebt noch ein Stück zurück. Und Adepten. Also, den Bild braucht ihr euch nicht abgucken, der ist absolut nicht gut. Keine Ahnung, was ich hier gemacht habe. Ehre den Daila. Ja, Exekutor. Ja, haben wir eine Linge gekriegt, können wir mal gucken gehen. Das war nicht schlecht. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Exit delayed und die Linge gekriegt. Unser Denken gleicht sich. Die Erstgeborenen werden obsiegen. Vorwärts! Gläsenkanone aktiviert! Was wünscht ihr? Niemand kann uns aufhalten. So soll es geschehen. Schade. Selbst hier ein bisschen verkackt. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Wieder den selben Scheiß. Nur die Gläubigen stürzen nicht. Die Templer rücken vor. Hor Salah. Unser Denken gleicht. Zurück. Ehre den Dalai Lama. Oben rum auch. Ich kann es vergessen. Ich spiele auf jeden Fall gerade Käse. Sehr viel Käse. Dritter hat er, glaube ich, noch nicht gehabt. Ist das nicht auch Belebung? Das nehmen wir das mal mit. Nicht genügend Ihr habt nicht genügend Mineralien. Machen wir mal Blink-Titties.
Rüstung brauche ich eigentlich. Und ein zweiter Rohr. Ist weg. Abgeschlossen. Brauchen wir über mehrere Immortals. Hat halt noch einen Roaches jetzt, ne? So, warum sind die beiden nicht auf die 4? Was? Ich habe jetzt zwar umsonst die Tees, Dings ist hier überhaupt darauf soll. Also dieses Springen. Zu wenig Gates. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Ihr müsst zusätzlich Upgrade durchgeführt. Ich komme aus dem Schatten. Gehen wir auf High Ground. Sehr auch viel besser für mich als für dich. Ich kenne Pylonen, ich habe nicht gebaut. Mineralienfeld erschöpft. Gesagt, nochmal zurück zum Spiel. Was hat er gesagt? Don't know, I have to 15 hash on this map. Okay, GG. Na gut, haben wir besiegt. Haben wir uns halt mal wieder fertig gemacht. Schön. Die T's sind's. Nee, danke. Ich möchte keinen Clan eintreten. Und wir sind wieder über 4100 MMR. Und immer noch kurz für Dia 1. Also, morgen Sonntag. Vielleicht schaffe ich es ja morgen auf Dia 1, auf Dia 1 aufzusteigen. Ich werde es morgen auf jeden Fall versuchen und ja, ja werde ich morgen dann sehen. Würde ich sagen, sehen wir uns morgen. Bis dahin, tschüss, euer Multibär.
So, das war's wieder mit der heutigen Folge mit den Multibären und StarCraft 2. Wenn es euch gefallen hat, könnt ihr gerne einen Daumen hoch machen. Wenn ihr uns noch nicht abonniert habt, könnt ihr uns auch gerne abonnieren. Und ansonsten, oben rechts habt ihr eine weitere Folge und unten rechts gibt es dann ein anderes Projekt. Dann würde ich sagen, noch einen schönen Abend und bis zum nächsten Mal. Euer Multibär. Tschüss.